So würde ich auch aufwachen, wenn mein Bett plötzlich weg wäre und ich in der Luft schweben würde. Naja, was für ein Und er explodiert auch nochmals in der Ferne. Was für ein toller Einstieg in eine neue Folge. Diesmal mit Michael. Denn in der letzten Folge haben wir erfahren, dass dieser reiche, schnöselige Typ, zu dem wir in der letzten Folge Kontakt hatten, beziehungsweise am Ende von der letzten Folge Kontakt hatten, dass er mit einem Filmemacher, ich weiß nicht, ob es ein Regisseur ist oder war, mit dem Michael sich irgendwie verbunden fühlt. Den kennt Michael, von dem ist Michael ein kleiner Fanboy. Und zu dem fahren wir jetzt erstmal. Und warum steht mein Auto eigentlich nicht in der Garage, sondern hier? Sehr interessant. Mein Auto, was ich vollends aufgetunt hatte, hat ja mein lieber Sohn entwendet. Und mir wurde so ein roter Ersatzwagen hingestellt. Und ich weiß nicht, ob ich mein altes Auto irgendwann mal wiederbekomme. Ich hoffe schon, weil ich finde das schon irgendwie dreist. Ich habe da schon Geld reingesteckt. Ich meine, gut, Michael hat von allen drei Charakteren wirklich am meisten Geld. Ich meine, er hat jetzt noch 500.000. Für den ist das jetzt wirklich kein großes Problem. Deswegen habe ich dieses Ersatzfahrzeug jetzt auch mal ein bisschen aufgetunt und irgendwie hat man da auch nicht so viele Möglichkeiten, deswegen habe ich ihm einfach so ein klassisches Altherren-Silber gegeben, sage ich jetzt mal. Ja, hat ein bisschen mehr unter der Haube als die anderen Autos, die hier rumfahren und die so aussehen, aber ich würde sagen, für Michaels Dienste ist das schon entsprechend gut. So, jetzt drehe ich hier kurz den Sound ein bisschen leiser. Solomon, so hieß der Typ, von dem Michael großer Fan ist, und zu dem fahren wir jetzt erstmal. Komme ich hier denn überhaupt so einfach drauf? Oh nein, jetzt kommt doch noch der. Kann ich hier nicht einfach reinfahren? Ich habe mir eine Mission, der Herr. Hallo? Ich habe einen Termin. Vielen Dank. Mir wurde extra aufgemacht. Wieso habe ich jetzt einen Stern? So, und falls der andere da auch noch Probleme macht, der hier steht. So. Ich habe hier einen sehr äußerst wichtigen Termin, die Herren. Kann man sich hier verstecken? Dann verstecke ich mich halt hier, ne? Oh, ich hätte... Oh. So regelt man das. So regelt man das. Scheiße, jetzt habe ich Blut auf meinem Anzug. Hat er wenigstens Geld fallen gelassen? Ja, 16 Dollar. Ja gut. Dann tun wir mal so, als würden wir hier dazugehören, ne? Krasses Filmset hier auf jeden Fall, ne? Die ganzen Wohnwägen von den DarstellerInnen. Kennt man ja so aus so Produktionen, wo so die Hintergründe von so einem Filmset mehr beleuchtet werden, ne? Dann sieht man immer so diese ganzen Trailer hier stehen. Auch ein schickes Auto. Okay, der eine Wachtyp ist da wieder. Der andere liegt daneben. Ja, sehr gut. So. Nun denn. Bin ich jetzt mal gespannt, ob der auf dem Boden geblieben ist, der Typ, ne? Oder ob das auch so ein abgehobener Drogenjunkie geworden ist. Schauen wir mal. Hallo. Come in, come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have three secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker. Shoulder of Orion. Two.
Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael, Devin Weston, does he want you to bump me off? No, not at all. He said you were retiring, but might need some help on a movie. Only assholes retire, Michael. Him and my son, they want to put me out to pasture so they can turn this place into condos or a theme park or something. But this place is a dream factory. Well, maybe they have different dreams. Some days, I don't blame them. You know, they always say, never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. All right, so what's it about? It's perfect. Set in Liberty City. Meltdown. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis, and then we boil it all down into a really simplistic battle between two yuppies with lots of training montages. So what's the problem? Milton McElroy. I cast him in the second lead because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent, Rocco Pelosi. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, he's holding up shooting until he gets paid. That sounds problematic. It would be if the director wanted to shoot. Anton Baudelaire. Ever heard of him? That doesn't surprise me. Now he's having a mental breakdown, pissing all over himself, who knows where. All right. Looks like you got yourself that new assistant. But no happy endings. I love you already. Ein alter weißer Mann, ein alter weißer sexistischer Mann, mit Jagdtrophäen in sein Zimmer. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Aber Michael ist auch ein alter weißer Mann, wobei ich glaube, dass sein Horizont ein bisschen erweitert ist, sage ich jetzt einfach mal. Und wieso redet der Typ davon, dass er sein ganzes Leben lang Filme machen will, will aber einen Schauspieler engagieren oder hat einen Schauspieler engagiert, der erstens billig und talentfrei ist? Das sagt ja schon ein bisschen was über seinen Qualitätsanspruch aus. Hey, Solomon. I'm just doing that thing. Good, good. Now, I realized in my excitement, I forgot some details. Yeah, it seemed obvious. You want this Pelosi guy clipped. No, God, no. Is that an option? No. Bad idea. No clipping anyone. Just teach him some manners. He's also in my director's ear as well, if you'd believe it. So teach this punk a lesson and bring the talent back to set. Ideally, in a more collaborative mood. I'll see what I can do. They all gonna be at the club? I'm told it isn't a club so much as a rat pit. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contracts. So if he hears there's someone from the studio coming, he'll get him out fast. All right. I'll go in quiet. I'll see you on the set, boss. Das ist doch hier ein Dienstauto für die Assistenz von Solomon, oder? Ja. Kann ich dann eigentlich aufs Gelände, ohne dass ich direkt einen Polizeistern bekomme? Das wäre irgendwie toll. Ich habe keinen Bock, jedes Mal über die Mauer klettern zu müssen oder so ein Versteckspiel mit der Polizei zu machen. Junge, mach auf. Ich bretter hier einfach durch, ne? Mir ist das scheißegal. Du musst das am Ende deinem Vorgesetzten erklären. Ja, mach auf. Okay. Ich hoffe, das gilt auch für diese Latte hier. Und sich dann aufregen, weißt du? Wird dann von deinem Gehalt abgezogen, mein Freund. Hättest du mal lieber den Knopf gedrückt. Oh, mein Blutfleck ist weg. Was die kalifornische Sonne, die San Andreas Sonne nicht alles für Wunder bewirkt. Ja, mein Freund, hallo. Ich gehe einem seriösen Job nach. Stamps, all the real shit. That's Pelosi Entertainment.
Now give me a minute here. Just a minute. Gotta go grab something inside. Gianni, we nearly got the club. We're finally a go. Now you take care of these guys. No cold feet. Okay? Let's go. Erreiche den Hubschrauberlandeplatz ohne Rocco zu alarmieren. Ohne ihn zu alarmieren. Kommt man hier irgendwie hoch? Warum machst du ein Bild von mir? Hör auf, Bilder von mir zu machen. Was ist mit dir? Oh ja, da ist ja einer. Ach, Kacke. Das ist ja wohl der offensichtlichste Weg, aber ist das auch der richtige Weg? Das ist die Frage, die sich hier alle stellen. Scheiße, das ist eine Möwe. Kann ich voll reinspringen und ihn ausnocken? Schauen wir mal, ob es klappt. Ja, scheint geklappt zu haben. Finde ich gut. Soundbug. Das war ein Soundbug, glaube ich. So, hier hoch oder da hoch? Okay, schauen wir erstmal hier. Komme ich da denn überhaupt hoch? Ah ja, da ist ja die Leiter. Das wird schwierig, ob die mich nicht sehen. Bisschen tricky. Day trip's over, gentlemen. You're going back to set. Club ain't open, Snowbird. Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! Lol. Nicht mit mir, Rocco. Nicht mit mir. Junge, fällt aus. Alright, Spray Tan. We're gonna make a new deal. You leave my people alone, and I don't toss you off this roof. Alright, yeah. Okay? Sure, man, sure. Alright. Geil, und noch ein Heli. Wunderbar. Gut, dass Michael Flugstunden genommen hat. Gentlemen, wir machen einen kleinen Ausflug. I don't know who you think you are. Look, you can bully him, but you can't bully Talent, buddy. We are not shooting until I get a new deal. Can't bully Talent? Just watch me. You're gonna be a good boy when I'm done. I don't know who you think you are. Jumped up to studio security? I ain't security. I'm Solomon's assistant. Oh, das war's schon. Ja gut, dann fliegen wir halt knapp an Gebäuden vorbei. Das kann ich auch. Money.
Das ging jetzt wirklich schnell. Ach so, da landen. Okay. So, Gentlemen, bitte einmal aussteigen. Ich gebe dir gleich Personal Space. Solomon is anxious to see you. Look, I'm feeling a little keyed up. How about I call my guy, going a little jolly, and call Solomon from wherever I wake up in a week. How about you see him right now, and we go flying again if you even look like you'll fail a piss test at any point on this shoot. What a wonderful surprise. Anton, my boy. You're an artist, I know that. And this story is the best kind of art. A simplistic, cliche-ridden pile of dross that you will turn into magic. Get a grip. I love ya. So, Solomon, Milton here has a little something he wants to say to you. Say it. I just want to say that I'm sorry for any misunderstanding, sir. And I appreciate all the opportunities that you've given me. Of course. Michael, what can I say? You're a natural. I love you. You're too kind. No, I mean it. I don't mean to presume. But would it be okay if I gave you a shout? This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. I'd love that. We'll talk soon. I gotta go. Oh, hell yeah. Du siehst, wie er sich freut. Mr. Richards. Schauen wir uns mal noch ein bisschen hier am Set um. Wir haben, glaube ich, gerade Drehpause, oder? Kann das sein? Oh, da gibt's Leben auf jeden Fall. Ein Astronaut. Such a dumbass. Later. Hallo, kann man hier irgendwas käuflich erwerben? Ich hätte gern einen Donut und eine Sprite. Ich meine einen Was willst du denn jetzt? Also wirklich, ich will hier nur was kaufen. Also ihr hättet hier Umsatz an mir verdient. Geht das wieder los mit dem Polizeistern? Was willst du denn auch, Alter? Piss dich. Ich wollte mich hier nur an meinem neuen Arbeitsplatz mal umschauen. So geht ihr also mit neuen Mitarbeitern um, oder was? Scheiße, weg hier. Bis Montag! Da wir mit Michael jetzt so ein berufliches, freudiges Erlebnis hatten, lenken wir den Jungen noch mal ein bisschen ab mit anderen Gedanken, weil er wacht ja auch immer sehr aufgeregt auf. Ob es jetzt daran liegt, dass ihn seine Familie verlassen hat oder dass sein Bett manchmal unsichtbar ist, das kann ich leider nicht beantworten. Aber ich denke mal, so ein bisschen sportliche Betätigung tut ihm dann auch nicht so schlecht. Oh, ich hätte mir vielleicht noch ein Outfit zulegen müssen, ne? Oder spiele ich da jetzt im Anzug Tennis? Das ist auch eine sehr gute Frage. Sorry, tut mir leid. So. Aber mit wem spiele ich dann? Da geht's natürlich los. Nice, er hat sich umgezogen.
Okay. Wie geht man mit dem Schläger um? Benutze A, D, um zu zielen. Drücke, um einen Grundschlag auszuführen. Oder drücke, um ein Lob einzusagen. Ein Lob? Warum soll ich hier jemanden loben? Ich dehne mich erstmal. Warte doch erstmal. Drücke, um den Ball durch einen Vorwärtsdrall schneller zu fliegen. Oder hören wir mal. Okay, okay. Nee, ich bin... Wir machen nur einen Satz, ne? Das wird sowieso wahrscheinlich sehr lang gehen. Schwierigkeit normal, ne? Wir sind ja keine Anfänger. Michael macht das ja nicht zum ersten Mal. Deswegen würde ich sagen, legen wir jetzt direkt mal los. Ah! You need a trainer. Okay. All right. Let's do this thing. Dann wollen wir mal. Jetzt aber. Da brauchst du wohl einen Trainer. Okay. Probieren wir es nochmal. Ah! Okay, der war gut. Der war echt gut. Okay, probieren wir es nochmal. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, ne? Das haben wir jetzt hier gesagt an der Stelle auch. Komm zurück. Das ist mein Comeback. Ich sag's euch. Das ist mein Comeback. Einstand. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich habe einen Punkt gemacht. Ah ja, Gleichstand. Das ist Einstand. Natürlich, macht Sinn. Bam, Junge! Zack! Ah! Ja! Nein! Uha! Jetzt kommt's drauf an. Finale. Großes Okay. I'd hate to be on the receiving end of this bad boy. Okay, ich bin wieder drin. Das ist mein Comeback Nummer 2. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir einen richtigen Bumser. Bumser, ist das Fachjargon? Nee, ne? Der war aber sehr gut, Ray. Das muss ich sagen. Das muss ich dir lassen. Nicht zu übermütig werden, ne? Der war gut. Seitenwechsel. Ah, warte mal. Es geht noch weiter. Das ist ja cool.
Das war wohl leider aus, ne? Schade. Schade, beim nächsten Mal vielleicht, ne? Aber jetzt, ich spüre es. Diese Runde, diese Seite gefällt mir viel besser. Und ich glaube, hier werde ich auch noch den einen oder anderen Punkt rausholen. Easy. GG. GZ. Jawohl, Michael, jetzt bist du warm. Jetzt bist du warm gespielt. Das ist ein Breakball. Ich dachte, wir sind hier beim Tennis. Ja, Mann. Oh, der war aber auch sehr gut. Der war sehr gut. Da kann man jetzt nichts sagen. Wirklich nicht. Easy. Riecht ihr das? Ich rieche den Sieg, den wir uns jetzt holen werden. Nee, wobei, nee, dann haben... Bitter. Dann war es doch was anderes, was ich gerochen habe. Okay, Gleichstand. Es ist noch alles drin. Es ist noch alles drin. Okay. Ja. Ich habe Spielball. Okay, Konzentration. Jetzt können wir den Sack zumachen. Nice! Ja! Sieg! Wie, nochmal Seitenwechsel. Wie lang geht das? Ich dachte, ich habe jetzt... Wie lang geht ein Satz? Oh. Ja gut, dann ziehen wir... Oh Gott, dann ziehen wir sie eben noch schnell ab. Ein Satz sind 4 Spiele, oder? Kann das sein? Nee, macht ja keinen Sinn. Wenn es 2-mal unentschieden ist, ist ja auch doof. 5? Sind das 5? 5? Okay. Na dann... werde ich sie mal abziehen. So, jetzt kannst du eh schneller machen, ne? Genau, Michael. Here comes the bullet, baby. Ja,
Der war leider aus. Mann, das tut mir leid für dich, wirklich. Ah, gut, du kommst zurück. Ja. Sonst wird es auch ein bisschen langweilig hier, ne? Oh, I'm feeling good about this one. Okay. Ha! Zack. Ah! Nice. I ain't washed up yet. Nochmal Seitenwechsel. Wieder geht das. Okay. Nein, Tennis nicht beenden. Nein. Kurz was Tennis geliebt. Fehler passieren. Schade. Oh, Junge! Das war ja krass! Alter! Das wird ja nochmal richtig spannend hier zum Ende. Ich dachte, ich ziehe die easy ab. Okay, ein Punkt noch, dann ist der Satz hoffentlich vorbei. You really are desperate, aren't you? Still got the old magic. Ich google jetzt erstmal, wie lange ein Satz geht. Kann ja nicht sein. Mindestens 6 Spiele muss gewonnen werden. Ah, okay, gut. Das heißt, jetzt ist wirklich die letzte Runde. Okay, ein Satz, 6 Spiele. Okay. Sie kann jetzt nochmal zurückkommen? Ah, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht. Nee. Uha, sie kommt doch zurück. Scheiße. Ja, gut. Okay.
Ich sag trotzdem. Junge, der war gut. Holy moly. You might want to step back just a little bit. Oh, take a look at that. Boah, der hat einen richtig Spin drauf. Holy moly. Da kommt sie nicht ran. Da kommt sie nicht ran. Nee, 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 nee. Jetzt Matchball. Konzentration, Michael. Konzentration. Ja, gönn dir dein vitalisierendes Wasser, Michael. Wo ist mein Preisgeld? Ich habe dafür gerade nur $25 bekommen. Da schlage ich doch lieber Leute auf der Straße zusammen.